mittlerweile ist mein Urlaub vorbei. Letzter Tag heute. Ich habe knapp 3 Wochen Urlaub gehabt jetzt. Susi ist seit gestern Mitternacht wieder zurück. Ich habe sie nachts vom Flughafen abgeholt. Ja, ich war relativ faul. Naja, faul kann man nicht sagen. Ich habe 1,5 Wochen ungefähr ganz gut durchgezogen, habe meine To-Do-Liste abgearbeitet und danach bin ich in ein tiefes Koma gefallen und habe 1,5 Wochen gar nichts gemacht, mehr oder weniger nichts gemacht. Ja, ist halt Urlaub, muss auch mal sein. Habe ein bisschen entspannt, habe schöne Wetter genossen. Wir haben schon wieder blauer Himmel, Sonne bei etwa 2-3 Grad plus. Aber es ist echt schön und ich habe noch ein paar Videoschnipsel gemacht über die letzten Tage und Wochen. Die hänge ich jetzt einfach mal so hinten ran. Zum einen habe ich knapp 3 Minuten lang, wer das vorspulen will, wer das nicht sehen will, habe ich Susis Flug nach Deutschland beobachtet mit Flightradar und mit Live ATC, also mit Radar und mit Flugfunk. Das habe ich mal so zusammengeschnitten. Wen das interessiert, so hört sich das an und so sieht es aus, wenn Flugzeuge fliegen. Dann habe ich gefilmt, als der Tahoe weggebracht wurde zur Scheibenreparatur. Ja, falsche Richtung. Ja, das habe ich noch gefilmt. Dann habe ich noch gefilmt, wie der Fuchs hier rumgestromert ist. Ach so, das wisst ihr ja auch noch nicht. Es ist kein Kojot, es ist ein Fuchs. Mittlerweile sehr sicher. Ich habe ihn 2-mal hier auf dem Grundstück ertappt. Er hat bis jetzt keine weiteren Hühner geklaut. Von daher. Bin ich mir sehr sicher, dass es ein Fuchs ist. Ich habe ihn gesehen und der ist auch im Dorf mittlerweile bekannt. Also die Leute haben den auch schon entdeckt. Ja, mal gucken, was wir da machen. Die Hühner kommen jetzt sowieso nicht mehr so viel raus, jetzt wo es kälter wird. Und wenn dann Schnee liegt und so, dann wollen die auch nicht raus. Komm hier. Nee, heute ist er nicht gut drauf. Ja, und viel mehr wird in diesem Video dann, glaube ich, auch nicht zu sehen sein. Das ist nur mal ein kurzes Hallo. Ab morgen geht es für mich wieder los. Ich freue mich schon drauf. Es geht nach Iowa. Nicht mit Stahl, sondern... direkt auf dem Kopf. Nicht mit Stahl, sondern mit einem großen Traktor. Und da freue ich mich drauf. Nach 3 Wochen endlich mal wieder fahren. Es wird Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, Susi wird noch ein paar Videos schneiden. Sie hat auf jeden Fall aufgenommen in Deutschland ein bisschen was. In Deutschland ist ja mal ein bisschen schwierig, was aufzunehmen. Ein bisschen nicht ganz so einfach wie hier. Aber da ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen und das wird dann in den nächsten Videos zu sehen sein. Ja, bitte. Usher 306 arrival, landing 248, descend to 8 down. Descend to 4,000, speed 190 knots, following heavy. Descend to 4,000, speed 190. Westhead 306, turn right, heading 160, descend 3,000. Right 160, descend 3,000, Westhead 306, turn right, heading 200, intercept, with the approach to 48. Marshall 306, maintain speed 170 knots or faster till NOAA. Contact tower 1835 at the NOAA. 170 till NOAA and the tower narrow. Ground taxi Delta and hold short Echo. Delta short of Echo, Westhead 306.
Disconnect at 4 Bravo, call taxi. Kona 2403, push back, tail to the west, then disconnect 4 Bravo, call you to taxi. Kona 2403, ready for taxi. Condor 2403, lane 3, hold short of Alpha Julia. Kona 2403, lane 3, hold short of Alpha Julia. Condor 2403, ground 2165. Kona 2403, 2165, bye. Condor 2403, monitor tower 1872. Kona 2403, monitor tower 1872. Condor 2403, tower, line up runway 23. Condor 2403, line up runway 23. Condor 2403, clear takeoff, runway 23. Condor 2403, runway 23, clear takeoff. Wehe. Sie protestiert lautstark. Das findet sie nicht gut. Nein. Lass dich da nicht durch. Oh Mann. Stunden später. Könnte denken, ja toll, gut. Schui, was sagen wir dazu? Finden wir das gut? Gut. Da fährt er dahin, der Gute. Und er hat mir seinen Pickup da gelassen, Schlüssel steckt. So läuft das hier. Ich hätte ja auch selber zum Autoglaser fahren können, aber da soll man ja 3 bis 4 Stunden warten. Und ja, ich will da nicht 3-4 Stunden rumsitzen. Und die haben eigentlich einen mobilen Service und würden mit einem Auto herkommen und die Scheibe hier machen, aber meine Heizung ist, also meine Garage ist ja nicht geheizt oder ja, Heizung ist nicht an. Und da habe ich gesagt, ob die den auch abholen können. Haben sie gesagt, ja klar, kein Problem. Und jetzt kam er an mit dem Auto, sagt hier, Schlüssel stecken, falls ich ihn brauche. Ich sage, nee, ich habe genug Autos. Naja, und wenn das fertig ist, bringt er mir den zurück. Und dann kriege ich eine Rechnung und dann bezahle ich die. Ich könnte eigentlich mal hier sauber machen, jetzt wo ich, nee. Hmm.